Wir feiern 10 Jahre Berufskompass Chemie. Und die Gäste, die heute vor Ort waren, die werfen einen Blick zurück. Ich würde allen Weiterbildungswilligen empfehlen, auf sich selber zu vertrauen, den Mut haben, auch was Neues zu wagen. Was gibt es alles? Die Weiterbildung ist so vielseitig und daher war das für mich eine große Freude natürlich, auch hier dabei sein zu dürfen. Und ich damals auch froh gewesen wäre, einfach noch ein breiteres Feld an Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen. Zehn Jahre erfolgreich gezeigt haben, wie man sich in unseren Branchen qualifizieren kann. Das Angebot wird angenommen, der Wissenshunger der jungen Menschen ist nicht geringer geworden. Anderen jungen Menschen, die noch nicht unbedingt so vielleicht genau wissen, was sie machen können auch, welche Möglichkeiten es gibt, denen eben einfach weiterzuhelfen und neue Impulse zu geben. Deswegen haben wir junge Menschen auch eingeladen, die über ihre Weiterbildung sprechen, um eben zu zeigen, welche Chancen sie in ihrem Betrieb, bei ihrem Arbeitgeber haben. Mit anderen Menschen zu reden, kommunizieren, neue Leute kennenzulernen, neue Sachen auch sich anzueignen. Und zu Anfang war es wirklich auch mehr, diese Kontakte auch zu knüpfen und halt verschiedene Perspektiven einzuholen. Diese talentierten jungen Menschen wollen wir unbedingt in der eigenen Branche halten. Nur so können wir die anstehenden Veränderungen meistern.